hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Es gibt aus dem SCS-Forum ein kleines Add-on für den Schmitz-Esco von Juice, nämlich von, muss ich kurz spicken, von X-Gaming PL. Ihr seht ja hier den Lodic, ne, den MAN, ne, von Sugar aus dem SCS-Forum. Und dazu gibt es jetzt, wie gesagt, brauchst du auch einen Lodic-Trailer, da gibt es ja auch schon diverse. Das ist aber der Kühler, um das es sich hier handelt, von Ubelino bzw. von Juice. Und da ist es nämlich der SKO Mega. Das ist praktisch dieses Add-on, damit du praktisch auch einen Lodic-Kühler fahren kannst. Ja, den sieht man nicht so oft, aber ja, es gibt ihn. So, jetzt steht hier im Forum, steht zwar noch drin, man muss sich dementsprechend die passenden Reifen runterladen, habe ich auch gemacht, aber nichtsdestotrotz gehen sie einfach nicht, warum auch immer. Da es nicht ganz so schlimm ist, nehme ich jetzt mal hier die von SCS, passt mal auf, am besten die Michelin T, die 385er, weil die sind nicht ganz so groß von der Höhe her wie die Krone hier. Die Krone sind schon richtige Apparellos hier, Halla, die Waldfee, das sind richtig fette Ömel und deshalb gehen die hier auch. So, sind auch ein bisschen kleiner. Kann man machen. So, ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, ja, ich will hier in dem ein bisschen was machen, geht natürlich auch, ihr könnt Schmutzlappen noch dran bauen, das geht. Ihr könnt verschiedene Lampen anbauen, das funktioniert auch. Auch hier zum Beispiel irgendwelche Strahler. Also wer den Mod hier nicht kennt von Juice, ich packe euch nochmal in die Beschreibung. Da ist jetzt, wie schon gesagt, nicht nur dieses Add-on für diesen LKW mit dabei, nein. Sondern da könnt ihr natürlich, wenn ihr das wollt, dann dementsprechend auch ganz normal rumbasteln an der Kiste, ne? Logisch. Hier mit 4 Türen und hast dich gesehen, verschiedene Lampen, Custom, dies, das und jenes, so wie man halt da Bock drauf hat. Hier genauso Reflexionsstreifen, Angel Mords Aufkleber und alles, was dazu gehört. Verschiedene Kühlaggregate, alles einfach, ne? Also kann man richtig, falsch, halt, stopp. Da kann man auf alle Fälle ein bisschen rumbasteln hier, ne? Also da seid ihr da ein bisschen, sage ich mal, frei in dem Sinn. Ich habe hier eins vergessen. Moment, wo ist man hier? Rote Reflexstreifen, genau. Und dann sieht das halt mit diesem Low-Deck-LKW von Sugar nochmal richtig, richtig gut aus. Und ja, das zeige ich euch jetzt hier einfach mal im Gesamtbild. So, da seht ihr jetzt hier quasi den MAN in der Low-Deck-Ausführung. Und dazu praktisch dann den Schmitz Cargo Bull in der, ja, Lodic-Variante, ne, in dieser Mega-Variante. Wie gesagt, man sieht ihn nicht oft, das muss man wirklich klipp und klar sagen, aber es gibt ihn halt, diesen Kühler in dieser, ja, in dieser Lodic-Variante, und das könnt ihr halt mit diesem Add-on jetzt hier halt nutzen, ne. Finde ich, sieht ganz schick aus, kann man mal machen, also praktisch nicht nur planen ist, sondern natürlich dann auch in dem Fall schön kühler fahren als Lodic, ne. Cool, oder? Wer von euch hat damit zu tun, schon mal gesehen, Hände hoch oder in dem Fall kommentieren, dürft ihr gerne mal reinschreiben. Ich packe euch das auf alle Fälle alles nochmal in die Beschreibung, damit ihr wisst, was ihr hier genau braucht, wenn ihr so eine Kombination fahren wollt. Ne? Dann könnt ihr das dementsprechend euch dann nochmal hier downloaden und dann fahren. Und dieser Trailer hier von Juice aus der 1.44, meine ich, auch in einer Plus-Variante auf dem Steam Workshop, funktioniert aktuell noch wirklich gut auf der 1.47. Da gibt es nichts. Ihr könnt auch vollbremsen. Hier auch Frachten fahren, wenn ich auf Frachtmarkt gehe. Passt mal auf. Und dann sage ich hier, okay, da kann ich dementsprechend auch das Zeug fahren, was ich für Kühler fahren muss. Ne? Also das funktioniert. Könnt ihr euch downloaden. Da kann man nämlich ganz viel dran rumschrauben hier an der Bude hier. Ne? Also das vielleicht auch nochmal so am Rande zu erwähnen. Genau, dann könnt ihr damit auf Achse gehen. So, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Mod, dann dürft ihr das natürlich gerne machen, indem dass es kommentiert. Entweder hier oder im Forum dementsprechend. Ne? Ansonsten immer einen Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit der Schmitz SKO, also mit der Kühler Lodic Variante. In diesem Sinne, schönen Abend noch, macht's gut, bis bald. Oder schönen Tag noch, eher so. Schönen Tag noch, macht's gut, bis bald und adios.